Willkommen zu unserem fünften und letzten Thema in unserer heutigen Sendung. Und wir wissen, ja, wir haben es gerade im letzten Jahr erlebt mit der Fußball-Weltmeisterschaft, die in Katar ausgetragen wurde, was da für eine riesige Welle rüberschwappt an Kritik. Es ist viel passiert, auch natürlich, als das Fußballstadion da aufgebaut wurde. Viele Menschen sind da ums Leben gekommen. Die Kritik war groß, auch natürlich, was den Umstand nun mal betrifft, eben was Menschenrechte betrifft. Menschenrechte, die vielmehr mit Füßen getreten wurde. Und die Formel 1 kann da gewissermaßen auch ein Lied davon singen. Was der Fußball im letzten Jahr überhaupt so richtig zum ersten Mal so erlebt hat, keine andere Weltmeisterschaft stand so sehr in der Kritik wie letztes Jahr in Katar. Die Formel 1 ist das schon so ein bisschen erprobter, könnte man eigentlich fast schon sagen. Und vor allen Dingen auch jetzt gerade in diesem Jahr, wenn die Formel 1 gleich viermal in Ländern im Nahen Osten wiederum dann auch Halt machen wird. Und wir dürfen nicht vergessen, was wir in diesem Jahr haben. Wir haben Bahrain direkt ja zum Saisonbeginn. Am 5. März das erste Rennen. Hier sehen wir auch noch mal ein paar Bilder auch davon. Das erste Rennen direkt zum Saisonstart. Wir haben Saudi-Arabien, also Jeddah, was ebenfalls auch sich im Kalender befindet, was wir hier noch mal auch sehen können. Hier auch noch mal ganz groß. Wir haben, was in die Formel 1, auch wenn das ja schöne Bilder von oben sind, muss man schon sagen. Also die Formel 1, sie weiß sich schon auch so in Szene zu setzen. Aber auch gerade Jeddah, wir dürfen nicht vergessen, letztes Jahr, nicht weit weg von der Strecke eben, was da passiert ist und wo die ein oder anderen so ein bisschen um ihre Sicherheit gefürchtet haben. Und zum Beispiel auch die Sky-Kommentatoren und Experten sich dann von Jeddah auf den Weg nach München gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir bleiben hier nicht. Und dann haben wir auch noch Katar, was ja zurückkehrt, war ja 2020 schon mal im Kalender. Eben da, wo die Fußball-WM im letzten Jahr ausgetragen wurde, wird auch die Formel 1 in diesem Jahr wieder Halt machen. Das dritte Rennen und zum Saisonschluss Abu Dhabi. Eben auch im Nahen Osten. Und das, was die Formel 1 eben seit Monaten, seit Jahren kennt, ist eben der Vorwurf des sogenannten Sportswashing und eben der Verletzung auch von Menschenrechten. Dazu hat sich jetzt der FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem nämlich geäußert und diese Vorwürfe wiederum zurückgewiesen. Und gerade bei diesen Ländern im Nahen Osten wird halt eben immer wieder vorgeworfen, dass man das angekratzte Image eben durch prestigeträchtige Sportevents wiederum aufbessern möchte. So eben wie es der Fußball letztes Jahr gemacht hat mit der Fußball-WM 2022. Doch eben Mohammed bin Sulayem, der sieht da überhaupt gar kein Problem und sagt, als wir keine Sportevents in Saudi-Arabien hatten, haben alle in den Medien gedrängt, Sportevents hier auszutragen. Jetzt öffnen sie sich. Saudi-Arabien verschafft eine Möglichkeit. Die Änderungen, die wir hier sehen, sind einfach unglaublich. Und gerade natürlich auch, was die Rechte von Frauen betrifft, was ja, ich finde, auch immer zu Recht kritisiert wurde, dass man zum Beispiel als Frau nicht einmal bis vor kurzem Auto fahren durfte, habe sich laut seiner Meinung nach deutlich verbessert und sagt das folgendermaßen: Ich sehe Frauen Auto fahren, Frauen in Restaurants arbeiten, Frauen den Service im Hotel machen. Das ist eine enorme Entwicklung. Die Leute, die aus anderen Ländern kommen und hier arbeiten, wurden niemals gezwungen und werden auch nicht hier festgehalten. Ja, und gerade eben auch 2009 eben zum ersten Mal, als ja Abu Dhabi in den Rennkalender kam, das ist ja auch das Heimatland eben des FIA-Präsidenten, und er sagt, dass die Vereinigten Arabischen Emiraten vielmehr sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Hotspot weiterentwickelt haben. Wir wissen, das ist ja auch nicht zu leugnen, viele deutsche Influencer, nicht zuletzt eben ja auch Bushido mit seiner Familie, eben ja auch nach Dubai zum Beispiel eben ausgewandert, und viele, die eben dann Deutschland verlassen haben und sich dort eben einen neuen Wohnsitz gesucht haben. Dazu sagt er: Vertraut mir, in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir 90% Ausländer, die hier leben. Wir sind die Minderheit. Hat irgendjemand sie gezwungen, hierher zu kommen? Und hat irgendjemand sie gezwungen, zu gehen oder hier zu bleiben? Nein.
Und hat auch nochmal bekräftigt, dass die FIA eben entsprechende Anschuldigungen im Vorfeld auch überprüfe und das mit folgenden Worten begründet. Und was wir hier sehen, ist, dass die Menschenrechte beschützt werden. Ich kann sehen, welchen Standard die Menschenrechte hier haben. Aber brauchen wir den europäischen Standard, den amerikanischen Standard, den asiatischen Standard? Das sind die Fragen, die immer gestellt werden. Wir als FIA überprüfen das. Und wenn wir den Beweis haben, dann agieren wir gerne. Gut, könnte man natürlich auch sagen, so ähnliche Aussagen, die gab es auch im letzten Jahr im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Gab ja auch die ein oder anderen Reportagen zu diesem Thema. Wir wissen ja alle, dass das ja eine gekaufte Geschichte damals war, vor vielen, vielen Jahren, und dass es da gewisse Menschen gab, die, um es mal vorsichtig auszudrücken, die ein oder anderen Geschenke gerne angenommen haben. Zumindest mal gibt es die ein oder anderen Indizien dafür. Das ZDF hat ja zum Beispiel auch die ein oder anderen, Personen ein bisschen näher beleuchtet, was seinerzeit irgendwie passiert mag vielmehr. Und diese Kritik, die ist ja auch nicht abgeflacht, so schön das Ganze hinterher auch inszeniert wurde. Und die Formel 1, wie gesagt, ist da schon eigentlich eher sehr erprobt darin, weiß also damit umzugehen, mit diesen, nennen wir es mal, mit diesen Shitstorms, die es da vielmehr dann auch gab. Und da bin ich auch sehr auf eure Meinung gespannt. Ist das richtig, dass die Formel 1 eben im Nahen Osten, eben in Bahrain, in Katar, in Saudi-Arabien und eben auch in Abu Dhabi Halt macht? Ist das der richtige Weg, den die Formel 1 geht? Seht ihr, oder was, oder wie betrachtet ihr die Aussagen von Mohammed bin Sulayem? Stimmt ihr ihm zu oder sagt ihr, das ist kompletter Unfug, was er da eigentlich redet? Es ist eher völlig im Gegenteil der Fall, dass die Menschenrechte eher mit Füßen getreten werden. Und auch wenn die ein oder anderen Frauen vielleicht auch unter anderem Auto fahren dürfen oder arbeiten gehen dürfen, ist die Situation dennoch eine völlig andere, die er hier da eben beschreibt. Bin da sehr auf eure Meinung gespannt. Ich weiß, das ist ein sehr diskussionswürdiges Thema. Gab ja auch viele, gerade wenn wir jetzt mal wieder Fußball noch mal als Beispiel nehmen, die gesagt haben, schaue ich nicht an, ich unterstütze das nicht, was da passiert. Im Übrigen habe ich die Fußball-Weltmeisterschaft auch nicht verfolgt, unabhängig davon, weil ich mich für den gesamten Fußball schon gar nicht wirklich so interessiere. Aber ich habe mich dann eher mal diesen ganzen spannenden Reportagen und Dokus mal gewidmet, die es da über die ganze Katar-Geschichte gab. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, Formel 1 wurde vielmehr boykottiert, gab es ja auch den Aufruf, unter anderem eben über Social Media, dass man es boykottieren soll. Viele taten das Ganze ja auch, gab ja auch viele Kneipen zum Beispiel, die sich geweigert haben, gesagt haben, bei uns wird diese Fußball-Weltmeisterschaft nicht gezeigt werden. Wir unterstützen das nicht, dass da eine Fußball-WM in einem Land vielmehr ausgerichtet wird, die die schon seit Jahren solche Missstände eigentlich hat und man jetzt vielmehr sich im Zuge der WM so toll präsentiert und so modern präsentiert und das ist eher so ein bisschen Heuchelei. Also das ist ein sehr diskussionswürdiges Thema. Da bin ich sehr mal dann auch auf eure Meinungen dazu gespannt. Das werden wir sicher auch wahrscheinlich nicht in dieser Extreme dann auch natürlich haben. Gut, Bahrain, da sagt ja heute auch kein Mensch mehr was. Wenn die Formel 1 jetzt dann jetzt in ein paar Wochen seine Testfahrten in Bahrain hat, da sagt kein Mensch mehr was. Wenn das erste Rennen dort stattfindet, sagt auch kein Mensch mehr was. Zumal ja auch die... Auch gerade ja Abu Dhabi zum Beispiel schon seit 2009 im Rennkalender sich befindet. Also worüber reden wir dann im Endeffekt eigentlich noch? Ne? Also das ist auch schon doch sehr, sehr viele Jahre. Und Katar wird dieses Jahr also wieder zurückkehren in den Rennkalender. Und bin ich mal gespannt, ob es dann ähnliche Stimmen dazu gibt. Wir wissen eben, die Situation in Saudi-Arabien, in Jeddah letztes Jahr, milde ausgedrückt, war sehr angespannt. Und das ist noch wirklich sehr verharmlos, muss man fast schon sagen, eben die Anschläge, die es da gab, nicht unweit von der Strecke entfernt. Und das miteinander vereinbaren zu können oder auch zu wollen, hat schon natürlich auch
ja, so einen kleineren, bitteren Beigeschmack. Aber da hat jeder eine andere Meinung und Auffassung dazu. Und auf eure Meinung dieser Art bin ich natürlich sehr gespannt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.